Pfingsten 1184. Kaiser Friedrich hat zu einem gigantischen Hoftag eingeladen. Auf der Maraue bei Mainz. Mehr als 70.000 Teilnehmer werden erwartet. Herzöge, Fürsten, Ritter, Bischöfe und Gefolge. Berühmte Dichter und Musikanten seiner Zeit. Ein Ereignis der Superlative, von dem die sächsische Weltchronik berichtet, das war das größte Fest, das es jemals in deutschen Landen gab. Schon durch seine schiere Größe und Pracht soll der Mainzer Hoftag zum gesellschaftlichen Höhepunkt seiner Zeit werden und die Niederlage in Italien überspielen. Barbarossa will demonstrieren, dass wo er ist, auch das Reich ist. Und dass er als Kaiser unter den Herrschern Europas herausragt. Allein 20.000 Ritter sind gekommen. Ihnen will Barbarossa neue Privilegien gewähren, sie an sich binden, als Garanten seiner Macht. Wehrhaft, treu und einsetzbar gegen innere und äußere Feinde. Den Rittern geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um die Gunst schöner Jungfrauen und edler Damen. Miniaturen der manessischen Handschrift. Bilder von Tugend, Liebe und respektvoller Hingabe. Der Höhepunkt des mittelalterlichen Rittertums. Turniere sind nicht nur Gefechtsübungen. Sie sind die Großwettkämpfe ihrer Zeit. Wer sich einen Namen machen will, muss ihn erringen. Höhepunkt des Turniers ist das sogenannte Scharfrennen. Für den Teilnehmer gilt, er muss sein eigenes Pferd mitbringen, es mit Zügeln und Sporen beherrschen und die Lanze halten können. Tapferkeit findet dabei ebenso Beifall wie ein gelungener Treffer. Während das Turnierwesen natürlich schon längst vergangenen Zeiten angehört, haben sich in unserem heutigen Sprachgebrauch noch viele Redewendungen erhalten, die an diese Ereignisse erinnern. Beispielsweise, wenn wir davon sprechen, jemanden ins Visier zu nehmen oder mit offenem Visier zu kämpfen, für jemanden die Lanze zu brechen oder jemanden in die Schranken zu weisen. Der Reiter musste damals auch seine ersten Sporen verdienen und schlussendlich während des Kampfes Farbe bekennen, das heißt sich zu einer Partei deklarieren. Das farbenfrohe Spektakel soll nicht allzu viele Blessuren nach sich ziehen. Die Lanzen sind vorne stumpf. Und doch wurden manche nicht nur in ihrem Stolz verletzt. Der Mainzer Hoftag soll auch Kontrahenten des Kaisers unter den Farben des Reichs vereinen. Doch die Fürsten sind weiterhin auf ihre Eigenständigkeit bedacht. Sie wollen den Kaiser lieber als ihresgleichen sehen und nicht als den über allem erhabenen Herrscher. Die sogenannte Schwertleite ist der Höhepunkt des Hoftages. Ein feierlicher Schwur führt Tausende von ehrenhaften jungen Männern in den Ritterstand. Auch Barbarossas Söhne. Wir schwören, die heilige Kirche zu schützen, dem Kaiser des Heiligen Reiches, unserem obersten Lehnsherrn, allzeit treu zu sein. Wir schwören, Witwen und Waisen zu schirmen und Frauen zu ehren. So wahr uns Gott helfe! Im Namen Gottes, des heiligen Michael und des heiligen Georg schlage ich euch zu Rittern. Seid tapfer, unentwegt und treu. Gott zur Ehre, dem Reich zur Wehr. Den Schwachen zum Schutz, den Starken zum Trutz. Ertragt diesen Schlag und förder keinen. Mit dem Ritterschlag der beiden Söhne will Friedrich auch seine Nachfolge bestimmen. Heinrich, der Ältere, hier links im Bild, soll der nächste römisch-deutsche König und Kaiser werden. Obwohl die Fürsten ja den König wählen, will der Kaiser seiner Dynastie eine Art Erbfolge verschaffen.
Alle Welt soll sehen, die Staufer sind zum Herrschertum berufen. Auf dem Hoftag zu Mainz scheint der mittelalterliche Traum vom einen Reich noch einmal aufzuleben. Doch dunkle Wolken ziehen auf. In der Dämmerung der heiligen Pfingstnacht erhob sich ein sehr starker Wind von Westen und brachte viele Gebäude zum Einsturz. Was die göttliche Macht anzeigte, wurde als kein gutes Zeichen aufgenommen, schreibt der Chronist Otto von St. Blasien. Ein verheerender Sturm bringt die Kulissen des Hoftags zum Einsturz. Viele Menschen werden verletzt oder getötet. Ein böses Omen, meinen Zeitgenossen. Tatsächlich ist es der Anfang vom Ende. Siebenundsechzigjährig bricht Barbarossa zu einem Kreuzzug nach Jerusalem auf, wo das christliche Abendland seine heiligen Stätten hat, wie auch die Muslime, die dort herrschen. Doch er wird nie ankommen. Auf dem Weg in einem Fluss in Vorderasien ertrinkt der Kaiser. Das heilige Land bleibt ihm verschlossen. Was aber hat er erreicht? Ich denke, hier sieht die Bilanz eher nüchtern aus. In den Kämpfen gegen den Papst muss er am Ende sich unterwerfen. Die Fürsten erscheinen nicht mehr an seinem Hof. Die Italienpolitik scheitert. Aber dennoch, muss man sagen, wird Friedrich Barbarossa rasch zum Mythos, geht als große Persönlichkeit in die deutsche Geschichte ein und wird geradezu an die Seite Karls des Großen gestellt. So machte ihn die Nachwelt größer, als er war. Dieses Monument auf der Kuppe des Kyffhäuserberges in Thüringen wurde ihm Ende des 19. Jahrhunderts gewidmet. Im Kyffhäuser soll er, der Sage nach, ruhen. Eines Tages aber wiederkehren und die alte Kaiserherrlichkeit erneuern. Ein grandioses Missverständnis.